Gebäude sind langlebige Produkte. Der Großteil der Emissionen, des Energieverbrauchs und der Kosten fällt in der langen Betriebsphase nach der Errichtung an. Es zahlt sich daher aus, bereits in den frühesten Planungsphasen über die Energie- und Rohstoffeffizienz nachzudenken. Dafür braucht man neue Werkzeuge und Methoden, die unterschiedliche Planungsdisziplinen miteinander verbinden. An der TU Wien werden solche softwaregestützten Planungsmethoden entwickelt. Da sämtliche Informationen in einem gemeinsamen Modell beinhaltet sind, können die Daten frühzeitig für eine thermische Gebäudesimulation, Berechnung der Lebenszykluskosten oder Erstellung einer Ökobilanz verwendet werden.